Wir observieren heute. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Judgment. Jawohl, wir müssen jetzt zu Gendai gehen. Genda meine ich. So, nee, wir brauchen die Karte. Und die ist hier. So, okay. Dann bewegen wir uns doch schon mal dahin. Oh toll, wieder Typen, die Prügel wollen. So, komm her. So. Komm, zack. Jawohl. Bam. Und schon seid ihr Geschichte. Wir könnten wenigstens ein bisschen Geld fallen lassen. Aber gut. Aber gut. So. Okay. Da müssen wir lang. Okay. Es gibt noch so viel zu tun in Komorocho. Das wollen wir alles noch erleben. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Genda. Genda, Genda, Genda. Wir hoffen, dass wir heute wieder ein bisschen mehr rausfinden. Im Mordfall. So. Hier müssen wir hin. Genau. So. Ist doch wieder unsere Anwaltskanzlei, oder? Beziehungsweise da, wo wir mal gearbeitet haben. Ja, stimmt. Genau. Hallihallo. Oh, yatto kau dashi ni kiyagatta ka. Domo. Sonna ni gobusata deshitakke? Ah. Ima chodo omae no koto hanashite ta toko da. Oisogashii n desu ka? Yagami-san. Betsu ni. Kane ni naru shigoto ga areba ichi demo ukeru yo. Itsumo energishu desu yo ne. Kenka mo tsuyoi shi. Kanfu yarun desu ka? ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの下流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流。カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ。ちょっとかっこよくないですか。あの、八神さん。ん？実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ。どんな仕事？ untreue Ermittlung, geil. Kunde Niroko Taguchi, Belohnung 80.000 Yen, nicht schlecht. Weiß nicht, wie viel Euro das ist, aber egal. Muss ich mal gucken. 150 SP gibt's, Fallinformation. Ich heiße Niyoko Taguchi. Mein Mann geht in letzter Zeit häufig aus und ich möchte wissen, wo er hingeht. Ich will nicht glauben, dass er mich betrügt, aber könnten Sie der Sache nachgehen? Vielen Dank. Ja, geil. Fall annehmen. Ja, Logo. Warte mal. Irainin-no-kata-ni-wa-Yagami-san-no-jimusho-no-basho-o-otsudai-shite-okimasu-kara-wakatta-itsumo-tasukaru-yo. Saori-san. Vielen, vielen Dank. So, hier ist noch aber was. Jo. Omae mada nanka sakutten no ka? Kono aida no jiken. Ach ja, ich hab Gendai-sensei nie gesagt, dass ich weiter nach dem Maulwurf suche. Ee. Nani ka mazui desu ka? Ja, mazui tsu ka. Ariya mo uwatta ro. Shirabete muratte mo kane wa dasenei zo. いいですよ。うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ。お前ハムラが真犯人隠してると思ってんだろう。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな、ハムラは。向こうが先に俺らをこけにしたんですよ。裁判の後。頭と何かやりとりは。新谷がよく電話で話してるけどな。 一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。はさあ、どうぞ服部さん。狭い事務所ですが。分かってます。何度も来たことありますから。ね、八神さん。忘れてた。あ、今新谷が取材受けててよ。
Shintani und Hattori, die beiden mag ich ja besonders. Ja, absolut. Nee. Yagami wa koko ni inai mono to shite kudasai yo. De nai to otaku no dokusha ni konaida ore ga kachi totta muzai made ayashii to omowareru. Iya iya, Shintani sensei wa daijoubu desu yo. Atashi mo shikkari bouchou shite imashita shi. Kaerimasu. Ore wa ojama mitai nande. この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。お茶をどうぞ。これはこれは。わざわざありがとうございます。城崎先生。Was ein Arschloch. Sama!Wie die Mücke, ist auch ein Arschloch. So. Alright. Also zurück, was? Ich muss mich mit dem Klienten treffen. Okay. Klient, ja. Ach so, ja, da muss ich zu mir wieder, ne? Da muss ich doch zu mir eigentlich wieder. Ah ja, genau. Hier. Hier muss ich hin, genau. So.So, zum Klienten. So. Ah. Oh, hoppla. Hätte mal beinahe. So. Zack. Wir werden mal wieder Geschichte.So. Okay. Legt euch nicht mit mir an. Ist nicht gut für euch. Und für eure Gesundheit. Vor allen Dingen. So. Alright. Da sind schon wieder welche. Meine Fresse. Man hat ja auch hier nie seine Ruhe. Bla 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 bla. Wir gehen jetzt da rein. Haben wir jetzt keinen Bock drauf. Ja, schreit nur darum. Wenn ihr was wollt, könnt ihr ja in mein Büro kommen. Haha. Was ist denn das? Hallo? Hallo. Oh, hallo. Sind Sie wegen des Jobs hier? Hi.Ja, ich bin Niroko Ndaguchi. Genda-Sensei hat Sie wärmstens empfohlen. Ich bin Yagami. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Moment, ich mache auf. Genau, ich mache auf. So. Also, ich bin ein Privatdetektiv. Sie wollten, dass ich untersuche, ob Ihr Ehemann Sie betrügt, richtig? Ja, ich fürchte, das stimmt.Ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass er es tut. Aber jemand muss für mich die Wahrheit herausfinden. Der dunkelste Ort. Na schön. Können Sie mir die ganze Geschichte erzählen? Ja. Wissen Sie, mein Mann und ich besitzen ein Café auf dem Taihai Boulevard. Das Heavy Coffee. Oh, Heavy Coffee. Okay. Und tatsächlich haben wir es seit seiner Eröffnung immer zusammen geleitet.Mein Ehemann ist ein guter Mensch, aber er war schon immer sehr zurückgezogen. Wir sind seit 40 Jahren verheiratet und ich kann mich kaum an den richtigen Streit erinnern. An andere Frauen schon gar nicht. Hört sich nach einer großartigen Ehe an. Da würde ich normalerweise zustimmen, aber in letzter Zeit verlässt er das Café früher. Ich meine, manchmal haben wir Tage, an denen nicht viel los ist. Geht er...Pachinko spielen oder ins Kino. Aber in letzter Zeit macht er beinahe jeden Tag früher Schluss. Aber warum glauben Sie, dass er Sie betrügt? Vielleicht hat er einfach nur ein neues Hobby für sich entdeckt. Ist das in Ihrem Alter nicht normal? Ja, das dachte ich mir zuerst auch. Achso, hä? Ja, okay, egal. Aber eines Tages habe ich...in dem Pachinko-Laden vorbeigeschaut, in dem er angeblich sein sollte. Und ich habe ihn nirgends gesehen. Und
das war ganz bestimmt der richtige Laden. In dieser Stadt gibt es ziemlich viele Pachinko-Schuppen. Wenn das nur einmal vorgekommen wäre, wäre ich mir auch nicht so sicher. Okay. Aber ich versichere Ihnen, ich war sehr gründlich. Ich habe den Laden schon mehrmals überprüft. Und nicht ein einziges Mal habe ich ihn dort angetroffen. Verstehe. Dann haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht. Tut mir leid, dass ich Sie hinterfragt habe. Herr Gami-san, ich möchte, dass Sie untersuchen, wo mein Mann hingeht, wenn er den Laden verlässt. Und wenn er mich betrügt, könnten Sie mir sagen, mit wem? Wollen Sie wirklich die schmutzigen Details wissen? Ja, ich möchte wissen, mit was für einer Frau er mich betrügt. Okay. Sag mal! Das kann ich machen, aber ich muss sagen, manchmal ist es besser, nicht alles zu wissen. Sind Sie sich da sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ich werde Ihnen 80.000 Yen zahlen. Genügt das? Natürlich. Ich nehme Ihren Auftrag an. Danke. Wie ich schon sagte, er verlässt das Café fast jeden Tag früher. Er meint sogar kürzlich, dass er sich einen neuen Film ansehen wollen würde. In Ordnung, das sollte es recht einfach machen, sich an ihn zu heften, wenn er geht. Bitte tun Sie das. Okay. Der Laden der Dame nennt sich Heavy Coffee und befindet sich auf dem Taihai Boulevard. Den sehe ich mir mal an. Genau, den sehen wir uns mal an. So, scheiß Mücke, ey. Alter Schwede, wie mich die ankotzt. So, furchtbar. So. Bisschen beeilen. So. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte. Wo ist denn dieser Taihai-Dingsbums da? Oh, okay. Das ist ja... Oh, da waren wir ja schon öfters. Das ist ja überhaupt kein Problem für uns. So. Hoppla, Entschuldigung. So. Okay. Hier wären wir. Hier ist das Heavy Coffee. Okay. Das ist das Heavy Coffee. Wer hätte es gedacht? Mal gucken. Nanu. Ah, ist das ihr Mann? Das muss der Ehemann meiner Klientin sein. Wollen wir doch mal sehen, wo er hingeht. Ja, genau. Wollen wir doch mal sehen, wo er hingeht. So, beschatte die Zielperson. Wir observieren heute. Was ist los? Alles gut. La 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 la. So. Wo gehst du denn hin? Sehr gespannt, ob er tatsächlich seine Frau betrügt, was sie... Oh. Nee. Hallo? Ich will doch gar nichts von dir. So, haha. So, siehst du? Bin schon weg. Sag mal, haut doch mal ab jetzt. So, geht er mal weiter jetzt? Er schaut auf sein Handy. Okay.
ich mich irgendwo verstecken? Wo mich nicht gleich vermutet. Ach ja, hier. Ah ja, alles klar. So, dann gehen wir mal weiter. So. Erstmal hier wieder. Okay, passt. Ich denke, wir haben genug Abstand, dass er uns nicht verdächtigt. So, jetzt gucken wir erstmal, wo er hingeht. Okay, er geht links. Sprint mal wieder ein bisschen. So. Ja, wir sind doch an ihm dran. So, alles gut. Du hast uns nicht gesehen. Geh einfach weiter. So. Okay. Ah, guck mal da. Anscheinend trifft er sich tatsächlich mit jemand. Hammer hat. So, Beschaltung abgeschlossen. Ah, da ja. Ah, okay. Cool, cool, cool. Okay. Interessant. Machen wir jetzt auch Pictures? Pictures? Eine Frau, das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön aufgebrezelt. Muss versuchen, ihr Alter zu verstecken. Vielleicht wieder zum Red Brick? Oh, das sagt er. Klingt gut. Aha. Oh. Sie setzen sich in Bewegung. Das Red Brick? Damit müssen Sie das Red Brick Hotel meinen. Aha. Ich werde ein Beweisfoto benötigen. Von wo aus könnte ich Sie am besten erwischen, wenn Sie in das Hotel gehen? Hier? Oder hier? Nein, vielleicht hier. Ich sollte Ihnen folgen und eine Position finden, von der aus ich einen klaren Blick auf Sie habe. Am Ende zählt das Ergebnis. Auf Fotomission ist es deine Aufgabe, bestimmte Vorfälle zu untersuchen und die entscheidenden Momente mit der Kamera festzuhalten. Mach ein Bild, das alle Vorgaben auf der rechten Seite erfüllt. Aber Vorsicht, wenn du ein Bild machst, das nicht alle Vorgaben erfüllt, schlägt deine Mission fehl. Oh, okay. Okay. Gut. Gucken wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So. Okay. Ehemann, Ehebrecher, Hotelschild, Moment des Betretens des Hotels. Okay. Schau mal doch einmal. So, ich glaube, das ist das Hotel, ne? Ja. Kamera, okay. Das kann man nicht gerade einen Beweis für Untreue nennen. Scheiße, sie kommen. Und jetzt? Nein! Fuck, können wir nochmal wiederholen? Ach, Gott sei Dank. So. Ich hoffe, wir können direkt das Foto schießen. Und nicht noch, es hat eigentlich alle Kriterien erfüllt. Außer, ja. Naja. Okay, geil. Okay. Halte den Betrug mit der Kamera fest. Oh.
Hallo. Wir sind gerade auf dem Wagen gestiegen. So. Ich glaube, wir stellen uns mal hier hin. Bin ich blöd. Wir hatten eigentlich alles. Ja. Ah, oh Gott. Fuck you. Ja, okay. Ach, das ist ja tricky. Tricky. Okay. Once again. Komm schon. So. Narikos Ehemann, Ehebrecher, Hotelschild, Moment des Betretens. Okay, dann gucken wir mal. Dann holen wir hier nur mal die Kamera raus. Kann ich zoomen? Ah ja. So. Okay. Werden Sie dann das betreten? Jetzt. Ja. War doch jetzt gar nicht mal so schlecht. Das sollte reichen. Das Gesicht des Mannes ist etwas verschwommen. Aber das ist trotzdem ein deutlicher Beweis. Jetzt muss ich noch herausfinden, mit wem er sich da trifft. Ich warte einfach, bis sie wieder aus dem Hotel kommt. Genau. Genau, mach doch. So, da sind wir mal gespannt. Genau, rauch erstmal eine. Vielleicht ist er auch ganz harmlos. Na endlich, nicht schlecht für euer Alter, ihr zwei. Sieht aus, als würden sie sich hier trennen. Zeit der Dame zu folgen. Okay. Vielleicht ist es ja auch seine Tochter oder so. Beschatte die Zielperson, Ehebrecher. Genau, du Ehebrecherin. Was ist? Alles gut? Lauf weiter. So. Okay, sie geht da lang. Darüber. Okay, machen wir mal langsam. So. Oh. Sie hat sich doch umentschieden, okay. Ist ja kurios. So. So, weiter geht's. Alles klar? Keine Angst, wir verlieren sie schon nicht. So. Wo ist sie denn jetzt? Hä? Wo ist sie denn? Ah, da ist er.
Warum ist die Musik jetzt? Ah ja, okay, alles klar. So. Okay, okay, okay. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ins Kino vielleicht? Oh, ja. So, alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin kein Stalker. Ich ermittle nur. So. Wir sind immer noch auf der Spur. Wo willst du hin? Das war jetzt überhaupt nicht auffällig. Nee. Entschuldigung, Entschuldigung. So, wo will denn die hin? Die will mich doch verarschen. Mach doch mal keine dramatische Musik. Ich bin doch immer noch hinten dran. So. Geh weiter. Alles gut, alles gut. Mann, 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 Mann. Ist sie bald mal an ihrem Zielort? Beschattung abgeschlossen, okay. Okay. Wo ist sie jetzt hin? Moment, das ist... Wir sind wieder beim Heavy Coffee. Was zur Hölle ist hier los? Könnte es... Schätze, das spielt keine Rolle. Die Fotos sollten genug für meine Klientin sein. Hallo? Noriko-san? Yagami-san? Haben Sie etwas herausgefunden? Ja, ich würde Ihnen gerne meine Ergebnisse präsentieren. Könnten Sie in mein Büro vorbeikommen? Natürlich. Ich bin sofort da. Okay, dann bis gleich. Alles klar. Alles klar. Ich treffe Sie dann im Büro. Hoffentlich geht es jetzt gleich ins Büro. Nicht noch, dass wir da hinlaufen müssen. Bin jetzt mal gespannt. So, vielleicht klärt sich das jetzt ganz normal auf. So... Basierend auf diesen Beweisen halte ich es für sehr sicher, dass Ihr Mann Sie betrügt. Tut mir leid. Verstehe. Entschuldigung, gibt es noch mehr, Ihr Yagami-san? Ja, was die Frau betrifft, mit der Ihr Mann Sie sich trifft, kommt sie Ihnen bekannt vor? Das ist... Ich richtig in der Annahme, dass Sie die Besitzerin des Kajo-Sozuko ist, der Bar über dem Heavy Rain? Ja, da liegen Sie absolut richtig. Wir haben uns sogar ein paar Mal getroffen. Ich hatte keine Ahnung, dass er sich mit jemandem aus der Umgebung trifft. Wie konnte mir das entgehen? Geben Sie sich nicht selbst die Schuld. In einer funktionierenden Partnerschaft achtet man nicht auf solche Details. Wie ich schon sagte, manchmal ist es besser, wenn die Einzelheiten nicht zutage kommen. Aber ihr Mann trifft sich mit ihrer Nachbarin. So viel steht fest. Und jetzt liegt die Wahrheit wie eine Waffe in ihrer Hand. Achten Sie darauf, sie richtig einzusetzen, okay? Yagami-san. Danke, Yagami-san. Ehrlich gesagt fühle ich mich erleichtert, jetzt wo ich es weiß. Ich denke, ich werde mich scheiden lassen. Verstehe. Naja... Irgendwie bin ich erleichtert. Jetzt weiß ich es und muss den Rest meines Lebens nicht in Unwissenheit verbringen. Danke, dass Sie so gründlich waren. Das gehört zu meinem Beruf. Wenn Sie noch etwas brauchen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ha, nein, danke. Was ich jetzt fühle, fühle ich hoffentlich nie wieder. Diesen Fall endet, wo er begonnen hat. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay.
kannst jetzt Anfragen des Detektivbüros Yagami und der Anwaltskanzlei annehmen. Wirf dazu einen Blick auf die Pinnwand. Aha. Nebenfälle können im Detektivbüro Yagami, der Bartender und in der Anwaltskanzlei Agenda angenommen werden. Aha. Okay, cool. Jawohl, weißt du, das war jetzt mal richtig geil. Das hat jetzt richtig mal was angehört. Du kannst jetzt in deinem Büro Flipper spielen. Ja, nice. Sehr gut. Okay, bevor wir jetzt an die Pinnwand gehen und gucken, was für einen neuen Fall wir haben, werden wir diese Episode beenden. Die ging jetzt ja auch schon wieder über eine halbe Stunde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. War mal ein anderer Fall, war auch mal ganz cool. Hätten wir aber da noch ein bisschen mehr Ermittlungsfreiraum gewünscht, beziehungsweise dass ich noch ein bisschen mehr ermittle und dass wir noch handfestere Beweise hatten, als nur, dass die jetzt ins Hotel gehen und alles andere ist Schall und Rauch, ne? Aber okay. Da werden bestimmt noch geilere Aufträge kommen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Und naja, wenn euch diese Folge gefallen hat, wisst ihr Bescheid, könnt ihr immer gerne ein Like geben. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Fühlt euch da frisch, fromm, fröhlich, frei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.